der Wind in mein Herz. Die lange Reise ist vorbei. Morgenlicht weckt meine Seele auf. Ich lebe wieder und bin frei. Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen. Die Spuren der Verzweiflung wird der Wind verwehen. Die durstigen Lippen wird der Regen trösten. Und die längst verloren Geglaubten werden von den Toten auferstehen. Ja, Mike Check, bisschen Achtung von Teutenburg. Ludwig. Ich weiß nicht, was er will. Er hat in dem Rahmen mit Herrn Dr. Geb telefoniert. Mein Büro muss fertig werden. Kannst du jetzt bitte überhaupt hier anfangen? Kopfbedeckung, gehen Sie bitte hier vom Platz. Wieso hier? Ich weiß nicht, nur Jane. Was passiert hier nicht? Was meinst du, warum ich so ein Ding aufhabe? Ich komme kurz über die Bagger. Ist hier nur Verwirrung? Ja, wo ist denn hier der Bauleiter überhaupt? Nochmal die Bitte, ich wiederhole es. Ich wiederhole nochmal die Bitte, die Security-Leute aus den Bildern rauszulassen. Es geht um uns und das Gelände und nicht um die Security-Leute. Und ansonsten habe ich gehört, dass ein paar Sympathisanten vorbeikommen und hier nochmal irgendwie uns beim Abschied nochmal was mitgeben wollen. Und wer was sagen will, wir haben gerade so eine Speakers Corner aufgebaut. Hier ist die Kiste, kann jeder, der will, nochmal salbungsvolle Worte loswerden zu dem, was hier war oder ist oder wer wir sind oder nicht sind. Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Der erste, wie gesagt, mit Sie werden der Bauleiter, weil hier, wir müssen eine Kopfbedeckung fahren. Ich bin Investor, ja, Ludwig von Teutenburg mein Name. Und wenn ich jetzt hier so angucke, haben wir noch eine Menge zu tun. Ich habe gerade mit Herrn Dr. Geb gesprochen. Der schickt hier 15 die Bagger vorbei. Ja, wir haben ja gesagt, das muss zügig losgehen hier. Dürfen die denn schon? Ja, ich möchte Sie dann bitten, also hier von diesem Gelände wird nur noch. Ist da noch gar kein Bebauungsplan da? Sie dürfen doch noch gar nicht. Natürlich haben wir einen Bebauungsplan. Haben Sie den an die Leitungsverwaltung gegeben, GASAG? Der liegt schon längst vor, wurde schon längst beschlossen. Bei der GASAG, BEWAG? Bitte? GASAG, BEWAG, Berliner Wasserbetriebe. Ich kenne nämlich viele, die bauen einfach. Und dann stoßen sie auf eine Leitung und dann ist Feierabend, dann heulen sie. Mich hat mal einer Freitagabend angerufen. Ja, ja, tun Sie mal nicht so, ich werde Sie mal anzeigen. Kein Problem, ja. Also wenn Sie einen guten Anwalt haben, bei der Leitungsverwaltung. Mike, hier ist noch irgendwer. Das geht ganz schnell. Was meinen Sie, wie schnell hier zu ist? Also ich bin Lord Francis Countington III. Ich wurde heute von eure Occupy-Mitglieder eingeladen, dass wir für die Liga der Leistungsträger sprechen sollten. Jemand gesagt, das ist die Pressekonferenz, ist das euer Podest? Ja, schön. Aha, right. Ja, dann kurz. Also, wenn jemand das trinken will, danke. Wie gesagt, mein Name ist Lord Francis Countington III. Und, zuerst, ich muss sagen, dass ich, die Intelligenz und
also strategische Intelligenz von den Occupy-Aktivisten anerkennen soll. Ich bin ein bisschen überrascht von dieser Olivenzweig, die uns heute Morgen angeboten war. Also deswegen haben wir das angenommen statt streiten. Aber andererseits, ich muss auch, und das ist der Grund, warum ich hier bin, ich muss der Arbeit von der BIMA hundertprozentig unterstützen und loben. Ich finde, bis jetzt die Behandlung, sie haben alles sehr souverän gemacht, mit voller Großzügigkeit und Verständnis für eure Bewegung. Und ja, also ihre, dass sie ein bisschen Schluss gesagt haben, finde ich vollkommen in Ordnung. Und ja, es passt zu unseren Prinzipien, beziehungsweise dass es gibt gar nichts ohne, also nichts ist gegeben. Also you have to work for your things. Und unsere Meinung ist, wenn ich die Leute hier sehe, warum seid ihr auch nicht beim Arbeiten? Also, nee, es ist, also ich merke, so, das ist ein bisschen das Problem mit Occupy-Aktivisten. Man merkt, das sind Studenten, die ihr Studium nicht ernst nehmen. Das sind auch Arbeitslose, das sind Rentner, das ist egal. Das sind einfach Leute, die das Geld des Staates stehlen, beziehungsweise wenn sie Hartz-IV-Empfänger sind. Ich bin Rentner. Ist egal. Also ist sie, egal? Sie müssen ich ihre... Ich habe noch eingezahlt die ganzen Jahre. Ja. Warum ist doch genug? Können wir Oberton abhaben? Man muss sein eigenes Spaß haben, deswegen es geht um Leistung und Sie sehen ganz deutlich noch fit, Sie könnten noch arbeiten. Und also ich hole Sie gleich da runter und werde Ihnen mal ein bisschen was erzählen. Ja? Gerne, also gerne. Also wir können dann hier passiert. Also deswegen, also in alle Fälle, der dritte ist natürlich, das sind Obdachlosen. Deswegen Obdachlosen sind auch ein Problem. Und deswegen wir sagen, nein, diese Occupy-Bewegung ist reicht. Wir haben Sympathie für eure Empörung. Wir sind selber empört, wenn unsere Mitarbeiter nicht leistungsfähig sind. Und ich muss sagen, vor 2 Jahren die extrem tolle Kommentar von der deutschen Philosoph Peter Sloterdijk, dass er gesagt hat, ja, diese Gesellschaft ohne Leistungsträger wie wir würde nicht funktionieren. Es ist so. Und ich bitte Ihnen, statt hier, also ihr habt ganz klar, ihr habt viel Energie hier zu sein, ihr macht Mühe. Wenn ihr dieselbe Mühe und Energie für einen Job zu finden, in eurem Studium und andere Sachen, dann ja, eure Leistung würde einfach besser. Ui, was ist das? Und, Wir haben heute Vorlesung. Ja, es ist in Ordnung. Also die Chinesen, das mag ich. Die Chinesen und die Indonesier, die arbeiten. Billigfachkräfte werden. Die sind fleißig, das sind kein verwöhnte Kinder. Wir haben eine andere Philosophie. Also ich bitte Sie, ja, wir haben noch sehr viele Arbeitsplätze geschafft. Ja. Wir haben noch Stellen frei, also wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne danach anwenden. 1,50 finden Sie immer was. Welcher Stundenlohn? Ja, aber es ist ja nicht ähnlich. Ich möchte nur, dass der Bau hier schnell steht. Wir haben Sie nicht umsonst so schnell. Also ich dachte, das ist eine Pressekonferenz, also wenn es Fragen gibt, ich antworte gern, sonst... Malte folgt wieder, 99%. Ja, das ist genau auch eine Frage. 99%, ich sehe hier mit Glück 40 Leute. Sind die Vertreter. Ah ja, ihr seid alle Repräsentanten. Genau. Ja, aber Repräsentanten von was? Wo sind die anderen? Die anderen haben noch Arbeit. Die anderen müssen studieren, die haben noch Arbeit. Also Sie meinen die zukünftigen Leistungsträger, die aktuellen Leistungsträger sind beschäftigt. Ja. Ja? Also sind Sie occupied? Also ich wurde hier eingeladen. Sind Sie eingeladen? Ich gehe gar nicht. Ah nee, also ich wurde von Herr Ponada eingeladen und deswegen ich nehme einfach den Platz. Also wo ist der Sicherheitspersonal? Ich finde auch Ihr Ego braucht noch viel mehr Bühne. Nee, das ist genau das Ding. Also es ist nicht. Also ich erwartete was ein bisschen sauberes und zum Glück bin ich ziemlich groß. Entschuldigung, aber ich... Also, Herr Ponada, Sie haben gesagt, dass wir in Ruhe reden könnten. Das merke ich gar nicht. Und ja, also, wenn das eure Glaubwürdigkeit ist, wenn das eure Wort ist, denn ich bin nicht überrascht, dass die BIMA gesagt hat, nee, wir verhandeln gar nicht mit Ihnen. Das ist keine Überraschung.
Ihr labern nur einfach. Ihr habt keine Glaubwürdigkeit. Eure Wörter sind leer. Ja, jeder eure Werten sprechen. Also sprechen Sie für die Ganzen? Also wir haben heute Morgen eure Einladung. Das ist unser Prinzip, dass jeder sprechen kann. Insofern, aber wir haben manchmal auch Redezeitbegrenzung. Ah, das wusste ich. Ich meine, Sie gehören zu dem 1% der Bevölkerung, die Zeit haben, also, die hier profitieren. Ja, hier. Insofern, wenn Sie auch nicht mehr als 1% der Zeit zum Reden verwenden würden. Ja, aber Sie sagen, dass die 1%, 99% der Welt hier. Also deswegen, wir haben doch viel Macht und wir verdienen auch mehr Zeit. Also, mein Leistung verdient mehr Zeit. Also, gibt's noch Fragen? Vielleicht kommen Sie zu Ende und dann... Ja, also ich stelle mich einfach die Frage, das ist eine Pressekonferenz, es gibt keine Frage. Also... Wir haben keine Fragen an Sie. Ah, das ist nur Statements. Das ist schön. Junge Dame, also, vor die Abzeichen bitten. Wenn manche Kommentare haben, dann stehe ich zur Verfügung. Sonst, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und bis dann. Ich habe für eine komische Brille auch, sagen wir mal. Entschuldigung. Ich soll was mitteilen. Also normalerweise kann ich um diese Tageszeit gar nicht draußen sein, weil es mir viel zu hell ist. Deswegen bitte ich Sie um Verständnis dafür, dass ich mich etwas schützen musste. Ich soll etwas vorlesen von Freunden von mir. Für die Öffentlichkeit. Berlin, 11. Januar. Bei der längst überfälligen Räumung des Bürgerforums Berlin am 9. Januar am Kapelleufer durch die Occupy Berlin Bewegten sorgten diese endlich dafür, dass der Aufenthalt einiger dort vorhandener lichtscheuer Gestalten und die Existenz eines Ortes, an dem sich laut Gerüchten Gegner unserer demokratischen Herrscherin versammelt haben sollen, endlich der Vergangenheit angehören. Hierbei nahmen sie aus Angst vor psychischer Gewalt, zum Beispiel mögliche politische Diskussionen, Gitarrenklänge und revolutionäre Energien, selbstredend die Hilfe der Berliner Polizei in Anspruch. Einer der Occupier, den ich persönlich kenne, äußerte sich folgendermaßen: Es war unheimlich dort. Wir haben uns kaum getraut, in diese Zelte zu gehen. Schließlich sollen sich dort auch die berühmt-berüchtigten Empörten aufgehalten haben. Und von deren Gefährlichkeit hat man ja hierzulande bereits einiges gehört. Glücklicherweise hat uns die Polizei den Rücken freigehalten und uns sogar noch bis zum Alexanderplatz begleitet. Wer weiß, wo diese Empörten sich noch rumtreiben. Ein anderer Freund von mir äußerte sich wie folgt: Endlich haben wir das hinter uns gebracht. Es geht ja wohl nicht an, dass Demokratie und politische Bildung einem schönen, großen, privat erbauten und hochglänzenden Bau eines Lobbyismus-Hauses vorgezogen werden sollen. Schließlich sei Lobbyistennähe zum Kanzleramt aufgrund der direkten Beziehungen und einer reibungslosen Regierungsarbeit von immenser Bedeutung für das Bestehen unseres Landes. Und die Mitarbeiter an diesem Neubau sollen ja schließlich auch nicht aus Plastebechern trinken. Später hörte man noch tumultartige Geräusche in der Berliner Innenstadt, dessen Herkunft jedoch nicht genauer bestimmt werden konnte. Man munkelt angsterfüllterweise, es sollen sich tatsächlich überall in der Stadt solche empörte Gestalten herumtreiben. Hoffen wir, dass sie uns zwischen all unseren Konsumgütern, unserer Gier und unserer Macht bestreben, tatsächlich nicht noch irgendwo in der Stadt über den Weg laufen und die Welt verändern. Das geht nun wirklich nicht. So ein weiterer Occupier. Das sollte ich vorlesen und ich muss jetzt leider auch wieder gehen, weil es ist mir hier zu hell. Nicht toll, es geht Ihnen nicht. Genau. Mario! Ach, Marius! Marius! Was singen? Wo ist Thomas? Und wo ist eigentlich Sandra? Sandra, bist du noch ein bisschen Fan? Sie hat sich eingebuddelt. Thank you.
möchte meinen Kollegen hier sehen haben, der ist jetzt wahrscheinlich gerade auch noch telefoniert. Ja. Wenn es sich verhindert, ist da der Bauleiter, beziehungsweise Architekt. Marius, lass uns was singen. Was willst du hören? Empathie will ich singen. Einmal zum Schluss der Assemblée. Abschluss hier, Zwischenstation. Anfang. Assemblea weltweit, Assemblea worldwide, Assemblea, Assemblea, Assemblea mundial. Oh. Yeah. Ich brauche keinen Chef, keinen Repräsentanten, ich brauche kein Militär und keine Spekulanten. Und unsere Schmerzen. Es interessiert mich, was du fühlst, interessiert mich, was du denkst, und es freut mich, wenn du meiner Stimme auch ein offenes Ohr schenkst. Wer anders auch noch was sagen, das, also das steht einfach dafür, für die vielen Ideen, die wir haben und die sich in die Stadt verbreiten, für die Demo jetzt am 15. Januar. Also wir haben 99 Demo-Flyer. Für 99%. Für 99%, für 99 Ideen, die durch die Welt gehen, für den Frieden. Mhm. Haben wir die an 99 Luftballons. Wir schicken unsere Wünsche in den Horizont. Um zu zeigen, dass wir nicht irgendwo hängen, sondern dass es bei uns immer weitergeht. Und dass wir immer jeden Ort der Welt können wir haben. Vor allem uns selbst. Genau. Weil das Camp ist in unserem Herzen. Das Camp ist in unserem Herzen. Die fliegen jetzt erstmal hier drauf. Russland. Den auch. Der Weile Prognose. Jawohl. Da werden sie gebraucht. Die Druckgebilde drehen sich aber im Kreis. Vielleicht. Kollektiv können wir uns vereinen.
Hunger ist kalt, das sieht fast erfrieren. Grab ich nicht, aber frei aus Schlamm und Papier. Empathie fließt am allerbesten horizontal. Ich erhebe meine Liebe gegen Staat und Kapital. Eine Bewegung unterwegs auf ganz vielen Beinen, individuell und kollektiv können wir uns vereinen. Ich wünsche uns Kreativität und Vertrauen. Die kalte Ordnung ist brutal, lass uns was ganz anderes aufbauen. Solidarität und Vertrauen. Die alte Ordnung ist für den Arsch, lass uns was ganz Neues aufbauen. Empathie fließt am allerbesten horizontal. Das ist cool, da muss
Spaltung überwinden, dann reich mir die Hand, egal ob ich oder militant, für eine freie Welt in Frieden ohne Vaterland. Falls ich mal drauf reinfall, dass Polizei mein Freund und Helfer sei. Können wir das nicht mal frei machen hier? Das falls ich mal glauben sollte, wir seien selbst zu töten und bräuchten eine Partei. Dann bitte ich euch alle, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Sollte es mir mal egal sein, dass Menschen durch deutsche Waffen sterben. Sollte es mir mal egal sein, dass Nazis uns Soldaten an Schulen werden. Sollte es mir mal legal sein, dass Menschen mit Nahrung spekulieren. Wir hier dann Tonnen Brot verbrennen, während andere an Hunger krepieren. Dann bitte ich euch alle, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Komm, wir nehmen nicht wieder, sagen der Steuerzahler. Das ist jeder Check über Ordnung ohne Herrschaft. Mike Check heißt Respekt, heißt Respekt. Ich war mal Pressesprecher bei einer Partei. Heute kann ich sagen, was ich wirklich denke. Ich bin frei, Mike Check. Bis es jeder checkt, wie über Ordnung ohne Herrschaft. Mike Check heißt Respekt. Mike Check. Ich war mal bei der Polizei, doch Empathie kam zurück. Deshalb sitz ich heute hier dabei. Mike Check. Bis es jeder checkt, wie über Ordnung ohne Herrschaft. Mike Check heißt Respekt. Mike Check. Normalerweise habe ich Angst vor vielen Menschen was zu sagen. Doch heute fällt's mir leicht, wie ist das möglich, sollte ich fragen. Mike Check. Bis es jeder checkt, wie über Ordnung ohne Herrschaft. Mike Check heißt Respekt. Hey. Ist jetzt Schluss oder muss ich doch noch was arbeiten jetzt? Bist du eine geile Schablone, Mann? Oh, yeah! Oh, gib ab! Du wirst nachher verstehen, warum. Du bist so eine Schablone! Das noch 30 Mal. Echt? Okay, na dann. Nochmal. Ja. Alright, nochmal.
So. Und das war cool. Hallo Nadine, lange nicht gesehen. Ja, ich bin wieder da. Was machst du hier? Was mache ich hier? Ich komme jetzt her. Ich wollte eigentlich nur zu Besuch kommen, aber ich wurde okkupiert von Berlin und komme nicht mehr weg. Kennst du hier besser, ja? Na, was heißt besser? Aber hier war der Anfang. Hierhin komme ich zurück. Genau, zu uns gehörst du hin. Ja, irgendwie schon. Mein Herz ist immer hier geblieben und irgendwie fühlt sich zu Hause nicht mehr so an wie zu Hause. Also willkommen in Berlin. Dankeschön. Ich freue mich auch. Ich sehe die Wälder meiner Sehnsucht. Den Wald und Sand. Der Himmel leuchtet wie Unendlichkeit. Die bösen Träume sind verbrannt. Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen. Die Spur der Verzweiflung wird der Wind verwehen. Wird der Regen trösten und die längst verloren geglaubten werden von den Toten auferstehen.